Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Letztes Mal haben wir den heftigen Malekon besiegt mit der Hilfe von der Schwester Marine. Und jetzt haben wir sie überredet, mit uns das Sephir-Artefakt zu finden. Und ja, sie ist doch ziemlich ganz nett. Sieht auf jeden Fall cool aus hier. Wow. Die Herrschaft der weisen Kultur. Dieser Relikt zeigt Kutschet, der seine Feinde in eine Grube stößt. Ist alles das gleiche, oder? Krass, die bieten ihnen sogar was an. Aber die anderen. Endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Marin, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Oh. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Der war cool. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Hm? Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Und weg ist sie. Yes! Sie kommt mit. Das ist ja geil. Ein Neuanfang. Da sie beide Überlebende gefallener Orden sind, fangen Merin und Kal an, sich gegenseitig zu vertrauen. Nach ihrem Sieg über den Finsterinnen im Malekos erkennen sie den Vorteil einer Zusammenarbeit. Beflügelt von Kals Worten beschließt Marin, Dathomir mit der Crew der Mantis zu verlassen und in der Galaxis ihren eigenen Weg zu finden. Ja, wie einst Ventress und ihr alter Meister. Wie sie jetzt da. Das chillt. Ist das nice. Die chillt jetzt einfach da und schaut zu, wie wir zurückgehen. Na du? Hast du nicht... Die hat definitiv keine Höhenangst. Es geht nicht nach vorn.
Entschuldigung. Ich habe sie hier voll unterbrochen. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Na ihr. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Okay. Ging ein. Oh. Ich hab nicht gecheckt, dass der kommt. Nochmal bitte. Ah, scheiße, ich hab den letzten verpeilt. Scheiße, ich muss das üben. Ich will das können. Ja, okay, das geht doch. Okay. Gut, eine Prüfung. Wir haben es bestanden. Diese Frau, mit der du reist. Liz. Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören. Na dann, erzähl sie mal. Karl, erzähl sie. Naja, doch nicht. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Okay. Dann erzähl ich sie wohl nicht. Und anscheinend muss ich doch gegen die ganzen anderen nochmal kämpfen. Kannst du denen nicht sagen, dass die mich in Ruhe lassen sollen? So ein Gedanke. Oder vielleicht sind da jetzt alle weg. Genau, Grab ist erkundet. Hier gibt's noch Albtraumruinen. Hier gibt's noch zwei Truhen. Echt? Wo denn? Also hier gibt's noch zwei Truhen. Okay, dann schaue ich mal rum. Hier wäre ein guter Platz gewesen für eine Truhe. Dann hätte ich sie gleich gefunden. Eine Truhe ist hier noch versteckt. Hier irgendwo. Eine Truhe. Also insgesamt zwei Truhen. Hä? Aber wo? Also die eine Truhe war ja offensichtlich. Hier geht's nicht runter. Hier geht's auch nirgendwo anders hin. Wo soll denn hier noch eine Truhe sein? Solange sie auf Distanz bleiben.
Ah, hier. Ah, ich kann ja hier die überhaupt nicht gut sehen. Okay, jetzt haben sie aufgehört. Gut. Oh, ich muss die aber erst platt machen. Und sagte der mit dem Bogen. Hierher, BD. BD hat mich einfach nicht geheilt. Böse. Schon komisch, wenn man... Ah, jetzt bin ich wieder hier. Wenn man gerade klettert, dann kann BD einen heilen. Also, der macht das dann selber. Aber wenn man kämpft und gerade blockt oder so, dann heilt er einen nicht automatisch. Oh. Das ist gerade falsch. Entschuldigung. Stimmt, da vorne ist ja... Hä? Achso, ja klar, hier habe ich ja gespeichert. Sieht nur genauso aus von der anderen Seite, deswegen. Sorry. So. Gut, dann mache ich die mal jetzt platt. Letztes Mal habe ich auch zweimal gebraucht, ne? Also, bin ich auch einmal gestorben. So, voll dumm. Naja, egal. Ohne Scheiß, die sind schwerer als der Maldikors. Oh. Wieso wurde der also mein Strike, der wurde ja voll abgebrochen hier. Oh Mann, es tut mir voll leid. Tut mir voll leid. Oh Mann. Das ist jetzt als zum Zuschauen richtig kacke, aber ja, ich will diese Truhe, ich will diesen blöden Poncho. Eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem.
jemand? Erledigt den. Schnell! Bringt es zu Ende! Du musst noch einmal schießen. Ja, Alter. So nehmen wir. Wieso nicht gleich so? Ach, so ein Scheiß. BD, ich könnte ja deine Hilfe gebrauchen. Schnapp's dir, Kumpel. Weh, das ist jetzt nicht wertvoll. Was hast du gefunden? Ja, ein Haus. Was ist das denn? Ja, naja, okay. Wieso heißt das Haus? Gut, hier gibt's jetzt dann noch irgendwo eine Truhe. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, dann muss es hier oben irgendwo sein. Habe ich hier nicht geschaut? Anscheinend nicht. Spring rein, Kumpel. Du erstaunst mich immer wieder, Kumpel. Gesetzloser. Okay. Dann haben wir es jetzt aber. So, dann würde ich sagen, so. Wollen wir da noch runterschauen? Also da, wo ich, wo das Grüne ist. Ja, hier gibt es noch ein paar Eingänge. Also hier gibt es einen. Wir können ja hier kurz reinschauen. Wobei hier ist... Hier habe ich eigentlich schon alles erkundet. Eine Truhe habe ich gefunden. 93% erkundet. Und da gibt es kein Geheimnis. Hier finde ich noch irgendwo eine Truhe. Ich weiß nicht. Das mache ich vielleicht irgendwann privat dann. Jetzt mal hier hoch. Genau, dann hier hin. Dann speichere ich noch mal kurz. Entschuldigung. Ich knie mich mal kurz hin. Das da oben habe ich ja schon erforscht. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich bin mal gespannt, wie die auf die Maris reagieren. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen?
dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Eine neue Verbündete. Marin ließ Kal passieren, warnte ihn aber, dass ihn Malikos erwarten würde. Malikos versuchte ein letztes Mal, Kal auf die dunkle Seite zu ziehen, ging aber zum Angriff über, als sich dieser verweigerte. Malikos erschien zu gewinnen. Gar nicht wahr. Bis ihn Marin mit ihrer Magie attackierte. Gemeinsam gelang es ihnen, Malikos zu bezwingen. Anschließend erklärte Kal es, er sei wegen des Astrium nach Dathomir gekommen. Marin versprach, ihm zu helfen, und schließlich fanden sie ein Astrium in Kutscheps Grab. Marin versprach, ihm zu helfen. Das Ding war doch gleich da. Also, naja. Ja, vielleicht hat sie das runtergeholt. Keine Ahnung. Da sie mehr über die Galaxis erfahren und ihrem Volk eine Zukunft sichern wollte, beschloss ihrem Volk eine Zukunft sichern wollte, beschloss Marin, wieso ihren Volk? Na, Kal auf seine Reise zu begleiten. Die Crew ist bereit, nach Bang Bogano zurückzukehren, um sich auf die Suche nach den Holocron zu machen. Nam? Nee. Niemand sagt was? Okay. Ja. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Gut. Dann würde ich sagen, ich schau mal, was wir für neues Zeug für unser Lichtschwert haben. Und dann... Genau, Farbe lassen wir so. Sender haben wir, glaube ich, nichts Neues. Das ist halt, das gefällt mir halt immer noch ziemlich gut. Aber die sind auch cool. Pflicht und Entschlossenheit. Der gehört eigentlich dazu, aber ja, das finde ich nicht so cool. Ja, Holzer finde ich auch ganz gut. Da finde ich den Übergang besser. Ja, Magnus passt. Passt auch. Gut. So, dann gehen wir mal nach Bogano. Wohin? Davor haben wir... Alter, 36 Truhen gibt's. Haben wir da. Kashyyyk. Gibt's noch drei weitere Geheimnisse. Illum haben wir eigentlich alles bis auf eine Truhe. Und da... Ja. Ja, machen wir mal. Also Bogano. Taren Malikos. Der Name kam mir gleich bekannt vor. Er war einer der treuesten Generäle der Jedi. Was denn? So eine Art Kriegsheld?
Ein Jedi lernt, Auszeichnungen zu ignorieren. Aber erfolgreiche Anführer gewöhnen sich rasch an Ruhm und Ehre. Ah, die wird er jetzt nicht mehr kriegen. Nein, wohl kaum. Malikos war immer ein guter Stratege und konnte seine Truppen motivieren. Wahrscheinlich hat er genau deswegen diese Spinne unter seiner Kontrolle. Ich will mit der reden. Na egal. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Okay. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Das ist ein bisschen... das machen wir ja zuerst. Der Pilot der Mantis. Während ihrer Reise gewinne Grease Vertrauen zu seinen Freunden und berichtet von seiner Liebe für gutes... Für gutes Essen und seine Urgroßmutter. Als seine Fähigkeiten als Pilot auf die Probe gestellt wurden, muss Grease zu dem Helden werden, von dem er nie gedacht hatte, dass er in ihm steckt. Wieso bekommen wir jetzt... Okay. Bisschen random, aber okay. Bleibt jetzt die Marine auf dem Schiff oder begleitet sie uns die ganze Zeit unsichtbar? So Privatsphäre ist bei der nicht so leicht, glaube ich. Ah, wo sind alle? Sind alle draußen wahrscheinlich. Ja. Hey! Moment! Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo... Kron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt... Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, ja, das hast du schon gesagt und... Und du lebst noch. Ja, noch. Hier passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja, ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Wenn du ein gefährliches Monster siehst, töte es, bevor es mich tötet, okay? Okay. So, Marin kommt ganz zum Schluss. Kerl, hast du kurz Zeit? Natürlich. Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß.
Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Wisst ihr noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Okay. Ja, also die Kinder zu trainieren, mit, also Karl, der ist ja selbst noch ein Schüler, ja. Naja. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datumir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mentis gefallen. Ich brauche einen Moment für mich. Ja. Also, ehrlich gesagt, kann ich die Marins sehr gut verstehen. Also, klar, wir müssen das Holocron finden, damit die, damit das Imperium das nicht bekommt. Also, damit die, das Imperium die Macht nicht bekommt. Aber... ja, ich weiß nicht, aber wenn wir die dann zu uns bringen, ob das der richtige Platz ist, quasi. Das war knapp. Oh, hallo. Hast du einen neuen Freund? Bocklinge sind kleine, auf Borgando einheimische Kreaturen. Flinke Fluchtkünstler, die gelernt haben, auf ihren Zehen zu laufen. Mit dieser Technik können sie auf felsigen Oberfläche von dem Borgando schnell, ebenso schnell in die Richtung wechseln oder springen wie in den Sumpfgebieten des Planeten. Mit ihren Pelz kompensieren sie Wärmeverlust und bla bla bla. Gut. So. Es gibt immer noch dieses eine Rätsel da unten, ne? Warte mal. Ah ja. Hier kommen wir jetzt hin. Los, geh da rein. Sei mal netter hier. Was hast du da? Was ist da unten?
Ciao. Oh nein. Ein Borgling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Wow. Ein toter Borgling, der vor einem der Prädatoren aus der zerklüfteten Ebene getötet wurde. Er war höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg zu seinem Nest. Hier ist irgendwo ein Nest. Hm. Wo? So. Hier nochmal eine Spur. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Das ist doch gut. Zeig mal, was du gefunden hast. Lichtschwert. So, da drüben ist auch noch was. Noch ein Eingang, aber der geht wahrscheinlich nach da drüben, da wo wir gerade hingesprungen sind. Wahrscheinlich meinte er das hier. Oder auch nicht. Das hier, oder? Ja. Gut. Aber da waren wir ja gerade. Was ist da unten? Ja, da waren wir auch schon. Okay. Dann machen wir mal mit der Hauptquest weiter. Ich glaube, so viel wird nicht mehr passieren. Also mit der Hauptquest, ne? Weil, also jetzt finden wir das Holocron und dann? Und dann, Uiuiui. Ah, da. Und dann... Ja. Dann holen wir die Kinder, oder? Oder holen wir die Kinder nicht? Oh, hä? Wieso sind hier plötzlich so viele? Aha! Hilfe! Ich geh mal. Tschüss. Bitte! Alter. Okay, alles gut. Los, geh da rein. Ey, sei mal ein bisschen freundlicher hier. Natürlich hast du was gefunden. So, gut, dann geht's mal hier hin. Und zurück ins Gewölbe. Das macht Spaß, weil das gedruckt halten. Das ist cool. Gut. Dann. Ich höre was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium.
Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Gut, auf jeden Fall, da werden wir dann das nächste Mal reingehen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye.